Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 42 von Oceanhorn. Jo, wenn ich schon hier rumlaufe, da könntest du euch vielleicht denken, ich habe aufgegeben. Ich habe alles Mögliche versucht, um das Rätsel zu lösen. Irgendwie habe ich es nicht hinbekommen. Ich habe zwar ein, zwei Verdächte sozusagen. Vielleicht, dass man diese Kisten irgendwie, dass es im letzten Dungeon noch kommt, dass man irgendwie Kisten aus der Ferne verschieben kann oder sowas. Das könnte ich mir noch vorstellen, weil hier auch manche Kisten rumstehen, die ich nicht verschieben kann, die auch zu dem Rätsel gehören könnten. Auch hier draußen manche von diesen lilanen Kisten, die ich einfach nicht verschieben kann. Ich weiß es nicht, das ist so eine Annahme von mir. Ich weiß auch, dass die sehr gewagt ist, nennen wir es mal so. Ja, ich habe versucht, hier verschiedenste Sachen noch wegzusprengen und irgendwie da weiterzukommen, weil ich auch irgendwann mal gelesen hatte, dass man irgendwas wegsprengen könnte, um in diesen letzten dann oder in diesen Kern dazu kommen. Aber das ist alles sehr, sehr gewagt. Ansonsten ist mir da einfach nichts eingefallen. Ich konnte machen, was ich will. Jo, wahrscheinlich, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt, habe ich es schon längst erledigt. Vielleicht kann ich es dann noch nachholen oder sowas. Das könnte ich mir noch vorstellen, das weiß ich noch nicht genau. Ja, muss ich mal gucken, wie ich damit umgehe. Jo, das hier wird wahrscheinlich alles nicht so massiv viel bringen, was ich da gerade machen. Was ich da gerade mache. Stimmt, ich könnte mich mal heilen. Den Zauber habe ich eigentlich noch nie genutzt. Machen wir jetzt mal. Heilzauber, jo, für mich wäre ganz geil. Oh, ist schon cool. Und verbraucht gar nicht mal so viel Leben. Ja, dann kann ich mich nochmal aufladen und kann dann fleißig da rumballern. Stimmt, dafür ist es allein schon richtig cool, das ein bisschen im Auge zu behalten. Jo. Und dann kriege ich auch schnell wieder Mana zurück. Genau das ist es eben. Macht eigentlich sehr viel Sinn, so zu agieren. Ja, keine Ahnung. Was weiß ich. Vielleicht gibt es hier irgendeinen Weg in diesem Dungeon, den wir damals abgelaufen sind. Aber ich kann mir es nicht vorstellen, dass ich in der Sturmzuflucht irgendwo runterfallen kann, um dann, was weiß ich, in diesem anderen Dungeon da rauszukommen. Beim besten Willen, nicht? Ja, ich habe in der Aufnahmepause noch einen Erfolg freigeschaltet, irgendwas mit den Bots, weil ich 50 Bots erledigt hatte. Ich denke mal, das ist jetzt nicht so wichtig für euch. Oh, was mache ich da? Das hier sieht so aus, als ob es hier einen Weg geben könnte. Ja, nee, aber vielleicht ist es ja so, dass es doch noch ein letztes Item, weil hier ist natürlich auch noch ein Item frei, ein Itemplatz, ne? Auch Zauberplatz ist noch frei. Es sind noch ein paar Plätze frei. Es könnte natürlich sein, dass da noch irgendwas kommt. Komm, ich lasse es jetzt mal so. Ich merke mal es einfach mal so. Ansonsten hat das ja alles relativ gut geklappt. Na, da könnte man aber die Gegenfrage aufstellen. Warum sagt er, ich soll mich gut vorbereiten und was weiß ich. Also, das klang schon alles so nach Ende. Ja, dass da nicht mehr viel kommt. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Was ich machen könnte, ist natürlich da in meiner Hauptstadt vorbeifahren mit dem Schiffchen, um erstens meine Sachen wieder aufzufüllen, also ein paar Sachen zu kaufen und vielleicht auch mal bei diesem Blutsteinhändler vorbeizugehen. Vielleicht findet der mich ja super cool. Stimmt, Blutsteine müsste ich ja alle haben. Habt ihr das gesehen? Ist der da ins Wasser gefallen oder ist da gespawnt oder was? Stimmt, oder ich bekomme dann einen Zauber irgendwas, mit dem ich das dann machen könnte. Das könnte natürlich auch sein. Weil damit hat es ja nicht unbedingt was zu tun. Ich weiß es nicht. Ja, oder es gibt noch Blutsteine auch in dem letzten Dungeon. Ach, was weiß ich. Wir werden es jetzt sehen. Irgendwie wird es schon klappen. Tikare meinte ich natürlich eben. Spendabel, liebenswert, Arbeitstier, alles erledigt. Es ist der Burner. What a wonderful little village. You know, this was the life I always imagined. Das haben wir doch alles schon mal gehört, oder? There's no time to rest, though. I'll just ask for directions and move along. Mach dein Ding, passt. Ah, nein. Ja, oder durch den Stufenaufstieg schalten wir noch was frei. Keine Ahnung, mal gucken, was der jetzt meint. Wie viel Blutsplitter haben wir, oder Blutsteine? 53, das klingt nicht nach Finale irgendwie. Oh, doch. Ja, du hast genug gesammelt. Hier, nimm diesen Trilot-Zauber. Setze ihn aber vorsichtig ein. Er enthält unglaubliche Kräfte. Beherrsche alle 5 Zauber. Okay. 50 Erfahrungspunkte haben wir bekommen und irgendeinen Trilot-Zauber, was auch immer das ist. Ziel für schwarzes Loch wählen.
jetzt? Und dann passiert gar nichts. Ah, dann kann ich da aber einfach durchmarschieren. Ist dann wie nicht mehr existent. Ha. Vielleicht ist das schon gerade die Lösung. Ist das die Lösung? Trilor-Zauber, schwarzes Loch. Was geht denn jetzt ab? Ich probier's mal. Jo, auf jeden Fall haben wir den stärksten Zauber da irgendwie bekommen. Ich kaufe im Shop mal wieder kräftig ein. Wo war der Shop? Der war doch hier oben. Gold haben wir ja genug. Willkommen, bla. Was brauchen wir nochmal? Mehr Mana. Genau, dass er Mana mir wieder auffüllt. Und was noch? Der Bombennachschub. Jo, und Honig brauchen wir auch noch, oder? Ne, Honig brauchen wir natürlich nicht. So, gehen wir mal weiter. Das ist ja mal direkt cool. Schwarzes... was ist da oben für ein Buch? Ist das das Buch, das gemeint war das letzte Mal? Wie komme ich da hin? Ne, was ist denn das für ein Buch da oben? Fragezeichen. Was geht denn ab? Die Abenteurergilde. Ja, da gehe ich mal rein, weil ich ja auch eine gewisse Stufe jetzt habe. Keine Ahnung. So, was ist hier los? Liebe Sally, es mag sich verrückt anhören, aber ich habe mich nicht mehr bei dir gemeldet. Der Brief wurde beendet. Bla, Meisterabenteurer, was weiß ich. Also Meisterabenteurer, müssen wir gucken, dass wir das werden oder was. Warst du schon mal auf der Friedhofsinsel? Für einen erfahrenen Abenteurer ist es dort wunderbar. Jo. Es ist unwahrscheinlich, dass du die Stufe Meisterabenteurer erreichen wirst. Jo, ist das so? Gesponserte Meldung. Das wäre natürlich auch noch interessant, das zu erreichen. Naja, ein Stück weiter sind wir ja mal wieder gekommen. Doch unerwarteterweise. Habe ich jetzt gar nicht so dran gedacht. Was ist, wenn ich jetzt hier den Zauber anwähle? Wird wohl nichts bringen. Wie komme ich hier oben hin? Bin ich gerade blöde? Raff ich's nicht? Da irgendwie drüber? Komme ich wirklich irgendwie da oben hin? Ist die andere Frage. Ah, hier wird es, glaube ich, hochgehen oder auch nicht. Ich will doch nur ein Buch lesen. Ich probiere das jetzt mal mit dem schwarzen Loch da. Warum nicht? Alter Schwede, was geht denn da ab? Achso, das macht alles kaputt, zieht alles an. Keine Ahnung. Vielleicht kriege ich das Buch dann an anderer Stelle mal. Achso, oder ich muss was wegsprengen. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht, was ich da treibe. Ah, tatsächlich, okay. Seemanns Logbuch. Seemanns Logbuch. Ich muss diese Worte schnell niederschreiben, denn meine Erinnerungen fangen schon an zu verblassen. Ich bin im Norden auf eine unbekannte Insel gestoßen und habe dort unaussprechliche Dinge gesehen. Und dieses Flüstern hat mich fast um den Verstand gebracht. Wie kann ich verhindern, dass dort jemand anlegt? Wenn ich die Richtungsangaben hier aufschreibe, wissen die anderen Seeleute vielleicht, wie sie die Insel des Flüsterns umsegeln können. Cool, eine neue Insel? Sehr geil. Super geil sogar. Da hat sich ja richtig was aufgetan. Also, auf zu der Insel des Flüsterns. Jo, mal gucken, was dort abgeht. Jo, das klingt doch schon mal super geil. Insel des Flüsterns, 0% fertig. Oh. Vielleicht hilft das mit dem schwarzen Loch-Zauber ja dann tatsächlich da irgendwie, dass ich da irgendwelche Kisten dann wegzaubern könnte oder wie auch immer. Vielleicht war das eben auch nur ein Bug, ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist die Insel des Flüsterns aber auch unser Ansatzpunkt. War das Buch schon immer dort? Ist mir das noch nie aufgefallen? Keine Ahnung. War echt cool, was da alles zu entdecken gibt. Echt richtig witzig. Im 42. Part und man denkt, man hat alles gesehen, findet man plötzlich eine neue Insel. Sondern mit 10 verfluchte Schädel. Besiege Schöpfung 2, schlafender Riese. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Oh. Ist das jetzt ein reiner Zusatzdungeon oder was? Verstehe ich das gerade richtig? Ah, sind das da die... Was, wie heißen die Dinger? Sammle 10 verfluchte Schädel. Schlafender Rieste, geheimer Durchgang, Zeuge. Keine Ahnung, was die von mir wollen. Bist du ein geheimer Schädel? Bist du was so? Keine Ahnung. Irgendwas ist da gerade rumgeflogen. Ja, das meinten sie wohl nicht. Spreng mal hier mal weg. Spreng mal das hier mal weg. Ah, hier wäre noch eine Kiste, die ich jetzt freispringe. Die dann was bringt. Die kann ich dann nirgendwo hinschieben. Genau das meinte ich. Ich kann die Dinger dann gar nicht schieben. Heben? Ah, nein. Vielleicht muss ich da auch irgendwas wegspringen.
Aha, Wetter ist wieder gut. So, dann kann ich den Stein wahrscheinlich hier wieder zurücklegen lassen. Oh, ja. Okay. Das ist recht offensichtlich. Wir müssen da wahrscheinlich dann hier durchschieben, wenn wir das sprengen sollen. Achso, nee, Quatsch. Wir sollen das sprengen und die dann da hinschieben, dass wir da drüber können. Dann da hoch. Genau. So ist es. So machen wir es. Gutes Wetter ist wieder. Wunderschön. Alles klar. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Wuhu. Wuhu. Was können wir hier überhaupt finden? Gibt es hier 0 von 0 hier erhältlich? Okay. Was kann ich denn? Geheime Schädel kann ich hier sammeln. Weg zum Dorf Pharao. Okay. Dann gehen wir mal dorthin. Hallo Pharao. Und Schatzkisten gibt es hier auch ohne Ende. Hier oben irgendwie. Und dann gehen wir mal dorthin. Ach komm, mache ich gleich. Weg zum Dorf zuerst mal. Sie werden für ihre Sünden büßen und verdammt sein, bis in alle Ewigkeit zu warten. Sammle verfluchte Schädel und bring sie zu ihren Gräbern. Eine schändlichere Geschichte wird man nirgends hören. Der junge Frevler zahlt seine Schulden mit der Macht der Götter. Okay. Alles klar. Hier könnte man natürlich auch wieder wunderschön angeln, nehme ich mal stark an. Ich probiere es mal ganz kurz, ob es geht. Komm, mach was. Er macht tatsächlich... Insel des Flüsterns. Hier muss doch was gehen. Hier muss doch ein Megafisch geben. Der Flüsterfisch. Der stille Fisch. Der Zappel-Philipp-Fisch. Fisch. So, hier geht's gleich ab. Glaube ich. Hoffe ich. Denke ich. Ich hätte nochmal Bock auf einen Kaffee. Müsste ich mir gleich mal machen. Hallo. Was ist dann? Beißt da mal jemand an? Nö. Der ist wirklich ziemlich still, der Fisch da. Da geht nämlich gar nichts. Jetzt vielleicht mal. Komm, hallo. Jetzt. Jetzt geht was. So, lass ihn nicht entkommen. Nee, hol ich nicht vor. Wir machen ganz gemütlich, holen wir das Ding jetzt da raus. Was auch immer da im Wasser rumschwimmt. Sieht mir aber nach einem normalen Fisch aus, oder? Immer mal wieder angeln zwischendurch. Aber als ich heute Morgen aufgestanden bin, mitten in der Nacht, dachte ich schon, jo, komm, das Spiel, jetzt zieh ich's mal durch und so weiter. Noch 10 Parts oder so. Die habe ich jetzt schon aufgenommen, schon locker. Oh. Und jetzt haben wir bald schon, ja, früher Vormittag. So, was ist dann? Hallo? Boah, Fisch. Alter, was ist das? Oh, ist aber ein normaler, wie heißen die Dinger? Keine Ahnung. Normalfisch. Normalfisch? Komm, Normalfisch. Hallo. Aha. Blaufinne, genau. So. Zu ihren Gräbern zurückbringen. Ah, da sind sie, ja. Pharao, der Geburtsort von der Name auf dem Stein ist unleserlich. Was? Geheimnis in den Tunneln unterirdisch. Jo, okay. Was geht denn hier ab? Alter Schwede. Kann ich die jetzt irgendwie zum Leben wieder erwecken oder was? Was ist mit dir? Nein, 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 nein. Ja, irgendwas ist hier definitiv mal falsch gelaufen. Müssen wir die Schöpfung 2 besiegen, würde ich sagen. Was auch immer die Schöpfung 2 ist. Klingt auf jeden Fall nicht so gesund. Und klingt alles ziemlich geheim, was wir hier gerade machen. Bumm. Gehen wir mal hier rein. Irgendwie lebt hier auch irgendwie gar keiner. Also auch kein Gegner. Nix. Kontrollier das Wasser, erklimm den Berg. Okay. Jo. Ganz klarer Fall. Da weiß man doch Bescheid. Alter Schwede. Jo. Was ist das hier? Ist das so ein Schädel, den ich irgendwie nicht aufheben kann? Komisch. Bleibt mal alle ganz cool, bitte. Alle ganz locker bleiben hier auf der Insel. Aha. Was ist mit dir jetzt? Oh, oh. Dann spreng ich dir gerade die Bude weg. Wenn du mal so kommst, dann spreng ich. Dann gibt's Sprengpower. Kann ich da irgendwie reinfallen in die Bude? Kann das sein? Echt?
Kann man da irgendwie reinfallen? In ein Haus reinfallen? Gibt's sowas? Ist das irgendwie alles nur sehr merkwürdig, oder? Oh, Weg zu den Kanälen. Ach du Scheiße. Was geht denn hier ab? Also ich kann die Schädel nicht aufnehmen. Ich kann irgendwie gar nichts aufnehmen. Hilf mir bitte. Jo, ich hab's vor. Hier könnte ich nochmal angeln, wenn ich Bock hätte. Dass man so mega geil abgehen würde. Was ist mit dir? Warum, warum, warum? Warum ist die Banane krumm? So, gehen wir mal hier rein. Aha. Ich bin um die ganze Welt gereist, um die seltensten Fische zu finden, bis ich diese Kreatur aus Albträumen an meinem Haken hatte, einen Geisterfisch. Ich bekam ihn allerdings nicht aus dem Wasser. Als er sprang, starrten mich seine weißen Marmoraugen an. Ich verlor das Gleichgewicht und wäre fast ertrunken. Nach diesem Tag fand ich keinen erholsamen Schlaf mehr. All die Fische, die ich je fing, verfolgten mich seitdem in meinen Träumen. Und alles wegen dieses verdammten Geisterfisches. Nö, den haben wir schon. Alles cool. Also haben wir schon den brutalsten Fisch aller Fische gesammelt, sozusagen. Wenn ich das so richtig verstehe. So, bist du der Geisterfischmann? Erster Soldat, tritt beiseite. Jo. Da unten läuft auch noch einer rum. Oh Gott. Was ist hier los? Kommt dann direkt jetzt... Was geil wäre, wäre hier immer so Bosskämpfe, die jetzt immer wieder folgen würden. Das wäre eigentlich witzig. Verliere ich hier Ausdauer? Jo, ich verliere Ausdauer. Alles klar, tschüss. Jo. Das wäre natürlich echt mega geil. Da hätte ich natürlich Bock drauf. Nein, du sollst in die Tür. Ich wollte nur schnell laufen. Ja, wenn man dann oben zu den Kanälen da kommt, dann wäre es vielleicht möglich. Der Fisch hat den Schlüssel. Was? Ernsthaft jetzt? Du musst mir verfluchte Schädel sammeln. Und der Fisch hat den Schlüssel. Ich muss angeln oder was? Ernsthaft jetzt? Oh ne, und bitte kein Geisterfisch. War ich bei dem Typen hier schon? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ich glaube ja, oder? Achso, ja, kontrolliert das Wasser, erklimm den Berg. Achso, doch, kontrolliert das Wasser, erklimm den Berg, ja. Also gibt es hier auch einen Geisterfisch, der dann den Schlüssel hier hat, oder was, um hier hochzukommen. Ha, ist ja mal geil. Also höchstwahrscheinlich ist das so. Geborstenes Herz in 4 Scherben. Ja, jo, hätte ich gern wieder. Das ist cool. Also müssen wir im nächsten Part dann wahrscheinlich hier massiv rumangeln. Ja, und mittlerweile kriege ich das ja ganz gut hin. Und hier vorne war doch noch ein Dungeon gewesen. Moment, hier gab es noch einen Schatz. Ich versuche mich gerade noch ein bisschen umzusehen. Das machen wir noch. Ich komme hier gar nicht hoch. Weil ich nicht da oben auf die Kanäle komme. Und dann könnte ich hier wieder runterjumpen. So verstehe ich das mal. Oder dort generell weitergehen. Es wirkt mal so. Keine Ahnung. Kann ich hier irgendwie rüberjumpen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Eher nicht, ne? So, war hier nicht noch irgendwo ein Dungeon, wo ich vorbeigelaufen bin? Ah, hier oben, genau die Geschichte. Da gehen wir noch kurz hin. Das habe ich ja extra frei gespielt. Und hier unten, da war gar nichts. Nö. Wie komme ich da rüber? Oh Gott. Achso, sorry, nicht gesehen, bitte. Ich bin gerade völlig irritiert. Ernsthaft, weil ich das hier hinstellen muss? Nicht wirklich, oder? Kann ich da drüber laufen? Ist doch nicht wahr, oder? Das kann nicht das Rätselslösung sein. Nee, geht auch kaputt. Kann ich irgendwie... Nee, nicht schwarzes Loch. Kann ich mit meinem Windzauber hier was machen? Stellt man zumindest mal die Fässer dahin. War hier sonst irgendwas, was ich da verschieben könnte? Nerv jetzt nicht rum. Also gut und schön, dass ich da jetzt hochkomme, nur ich komme halt nicht wirklich hoch. Das ist halt das Problem, so generell. Komm, wieder wegsprengen. Ist der Ansatz hier überhaupt richtig, oder? Ach so, ne, Moment mal. Vielleicht muss ich die Kiste auch ganz da unten haben, um da überhaupt rüber zu kommen. Dann könnte ich mich rüber jumpen. So ist doch richtig meine Annahme, ne? Jetzt könnte ich rüber jumpen. Jo. Genau.
Oder springen wir dich gerade weg, weil du gerade nervst? Ja, wahrscheinlich ist das eher die richtige Lösung. Und dann oben irgendwie kontrolliert wegbrennen oder sowas. Komm, ey, was ist da mit euch? Ach so, oder einfach hier drüber springen. Ja, klar, logisch. Da ist nichts zu schieben. So, ne, und jetzt kommen wir in den Keller oder was? Keine Ahnung, was ich hier treibe. So, Wartungstunnel. Jo, ne, und da würde ich sagen, an der Stelle machen wir dann im nächsten Part weiter. Entweder geht's hier im Tunnel weiter oder wir gehen hin und werden ein bisschen angeln, weil der Schlüssel, der Fisch hat den Schlüssel. Beherrsche das Wasser und erklimme den Berg oder sowas. Ja, das machen wir dann im nächsten Part. Ich freue mich drauf, ist echt nochmal super geil. Irgendwas, eine ganz geheimnisvolle Insel haben wir hier entdeckt. Da bin ich mal gespannt, was wir hier finden können. Ich freue mich drauf und wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein, bis dann. Ciao.